NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? ganz ruhig atmen, ja. Ja, Frank Bilsen schreibt, dass er eine Werbung für sogenannte Slimfit-Kondome, Slimfit-Kondome gesehen hat. Oh. Und fragt dich als Frau, Oma Rosi, hört sich das nicht nach ein bisschen wenig an? Also Slimfit sind ja in der Mode, auch diese ganz engen Hosen und Hemden. Und da steckt ja auch nicht immer viel Kerl drin. Oma. Also Regular Fit, wenn es ausgefüllt ist. Das ist ein komisches Thema, ne? Das ist wieder mal Probleme, die es früher nicht gab. Da gab es eine Größe für alle und keiner fühlte sich diskriminiert durch den Einzelhandel. Also im Grunde wie eine Schuluniform. Und nun? Ja. Gibt ja auch XXL-Kondome und damit kommst du natürlich als Mann an der Kasse deutlich erwachsener rüber als mit einer 164. Aber es muss natürlich alles sitzen. Und da stelle ich mir die Frage, wenn es jetzt schon diese unterschiedlichen Größen und Passformen gibt, wie sieht's da mit der Beratung aus? Bei Rossmann oder in der Apotheke? Stichwort Anprobe. Wenn Sie mal eben reinschlüpfen wollen, also. Oma, ehrlich. Also am Schaft liegt der schön an, wenn ich hier mal ganz kurz in den Bund greifen darf. Ja, hat noch ein bisschen Reserve. Aber das macht nichts, nicht? Das Mützchen sitzt vorne, wo es sitzen soll. Da braucht er ja auch ein bisschen Luft. Gehen Sie mal ein paar Schritte. Ja, keine Falten. Mal die Arme heben. Ja, nee. Die Größe brauchen Sie aber. Ist ein schönes Kondom. Es wird viel genommen. Und wenn Sie doch noch einen Satz machen, können wir ja noch 1-2 Zentimeter auslassen. Oma. Er hat ja noch Reserve. Oma, du machst mich peinlich. Das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. Aber dann erfindet doch nicht so einen Scheiß. Also auch noch in der Fastenzeit.